Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der Unboxing Boys und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch die John Carpenter Collection Nummer 4 vorstellen von The Fog, Nebel des Grauens. Und bezahlt habe ich für das Mediabook, ich glaube, 15 € plus Versand. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich habe mir gedacht, für das, damit da kein Remaster drin ist oder ein neues Master, ist es eigentlich ein akzeptabler Preis. Und da ich ja sowieso die anderen drei vorigen in der Sammlung habe, habe ich mir gedacht, da ich sie komplett haben will, muss ich mir auch dieses zulegen. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Dann entfernen wir mal außenrum die Folie, wenn ich es gleich aufkriege. Ja, hab's direkt hinbekommen. Und dann zeige ich euch mal das Ganze von vorne. Hier vorne auf dem Plastik haben wir natürlich ein FSK 16 Aufkleber, der aber mit der Folie abgeht. Und dann sieht das gute Stück von vorne so aus. Hier oben haben wir stehen John Carpenter Collection Nummer 4, 3 Disc Limited Edition. Hier vorne das Cover. Und hier unten haben wir John Carpenter, The Fog. Und unten rechts haben wir ein Studio-Kanal-Logo. Auf der Seite haben wir hier oben nochmal ein Schwarz-Weiß-Bild, so wie wir es hier vorne haben von dem Gesicht. Und dann haben wir noch den Schriftzug The Fog und hier unten nochmal das Studio-Kanal-Logo. Und auf der Rückseite haben wir hier noch eine Szene aus dem Film. Nachts kommt der Nebel und er kommt nicht allein. Hier haben wir die Filmbeschreibung. Könnt ihr auf Pause drücken und könnt es euch durchlesen. Hier haben wir noch etwas stehen. Und dieses Mediabook enthält eine exklusive Zombie-Sonderausgabe zum Film. Die Laufzeit des Films auf Blu-ray ist ca. 90 Minuten und die der DVD ca. 86. Und hier unten haben wir noch die Extras stehen. Audiokommentare von Regisseur und Produzent, Original-Making-of-Dokumentation Tales from the Mist, Vergleich, Storyboard und Film, Outtakes, TV-Spots, Fotogalerie, Trailer und ein 16-seitiges Booklet. Und der Film ist natürlich hier ab 16 Jahren freigegeben. Hier hat man noch ein kleines FSK 16 Logo drauf. Und ich finde, auf der Rückseite fällt es auch gar nicht so auf und deswegen kann man darüber nicht meckern. Und dann klappe ich das gute Stück mal auf. Und dann haben wir hier die DVD mit einem schwarz-weißen Artwork bedruckt. Und so wie das jetzt schon aussieht, haben wir auf jeder Disc den gleichen Aufdruck und die CD ist auch nicht so voll mit Logos. Hier steht nochmal die Laufzeit jeder einzelnen Disc, steht hier auch nochmal drauf. Und ja, ein FSK 16 Logo, aber ich finde, das stört jetzt nicht auf dem Film. Und dann holen wir mal die DVD hier raus, wenn das so einfach ginge. Boah, ist ja ekelhaft. Dass jetzt nichts kaputt geht. Nein, Glück gehabt. Und dann haben wir hier nochmal die DVD. Dann lege ich die mal auf die Seite. Dann haben wir hier noch eine DVD. Das ist die Bonus-Disc. Okay, doch nicht das gleiche Artwork. Aber ich hole die mal raus. Und so sieht sie aus. Lege ich auch mal auf die Seite. Haben wir hier einen Innendruck? Nein, da hätte ich die CDs auch drin lassen können. Okay, aber da unten, das sieht aus wie so ein Autoscheinwerfer. Und dann zeige ich euch mal die andere Seite. Und hier haben wir die Blu-ray-Disc. Okay, wieder das gleiche Cover, nur im Schwarz-Weiß wie hier vorne. Und ja, dann hole ich die mal raus. Und so sieht sie aus, wenn sie aus der Hülle ist. Und dann kommen wir mal zum Innendruck. Und hier hat man noch ein bisschen Nebel. Und wie ich gesagt habe, das werden bestimmt Autoscheinwerfer sein. Und dann zeige ich euch noch das Booklet, so wie das von innen aussieht. Mit ein paar Szenenbildern aus dem Film. Hier sieht man nochmal Jamie Lee Curtis, wie sie jung war.
Und das wird wahrscheinlich der Abdruck sein, der hier innen schwarz-weiß ist. Und ich finde, man hätte vielleicht hingehen können und hätte den genauso in das Innenartwork reindrucken können, in Farbe. Und hier haben wir noch ein Filmplakat. Und dann wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und wenn euch das Unboxing-Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Vielleicht einen Kommentar, um vielleicht mal ein wenig über den Film zu diskutieren. Und wenn ihr keines unserer weiteren Unboxing-Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch diesen YouTube-Channel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Unboxing. Eure Unboxing-Boys. Ciao.